Einen wunderschönen guten Tag zum Live Summit. Heute ist schon der Tag 6. Wow, was ist die letzten Tage so passiert? Einfach grandios. Und heute darf ich wieder wundervolle Experten in dieser Runde begrüßen. Ich sage schon mal herzlich willkommen. Und ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin Conny Bock, Business Mentorin und ganz viele Wochen und Monate mit meinem in Anführungszeichen Business auf 6 Rädern unterwegs, nämlich mit meinem Wohnmobil. Und wer mir das vor ein paar Wochen, Monate, Jahren gesagt hätte, dass sowas möglich ist, dem hätte ich wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Und es ist mal wieder ein Beweis, was doch alles möglich ist. Und heute darf ich auch ganz, ganz tolle Experten begrüßen, die diesen Ausspruch, was alles möglich ist, unterstreichen können. Und mit dabei ist unter anderem die liebe Denise Scherike. Sie ist Lifestyle-Architektin. Und wenn Denise für etwas steht, ist es glasklare Klarheit. Mhm. Sie schaut hin, wo sonst keiner hinschaut und entdeckt Dinge über dich, die du selbst nicht ahnen konntest. Mhm. Neben klassisch strategischem Coaching ist es ihre mediale Fähigkeit, die dich verzaubern und all deine inneren Stolpersteine löst, damit du befreit deinen Erfolg und dich selbst leben kannst. Herzlich willkommen, liebe Denise. Dankeschön, liebe Conny. Guten Morgen oder hallo an alle, die auch zuschauen und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Mit dabei ist Silvia Schodruch. Paragraphen, Silvia, sagt sie von sich. Sie ist lebensbegeisterte Entscheidungsexpertin und seit über 33 Jahren ganzheitliche Familienanwältin. Sie sprengt als Bibi Langstrumpf der Paragraphen das Bild, dass die Öffentlichkeit von Scheidungsanwälten hat. Scheidung ist für sie kein Scheitern, sondern eine Chance. Sie glaubt, dass Paragraphen nicht der richtige Stoff sind, um verletzte Herzen zu heilen. Herzlich willkommen, liebe Silvia. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mit dabei ist Sabine Kohlhepp. Sie ist, jetzt wird es etwas länger, Autorin, Psychotherapeutin, Therapeutin der TCM, Hypnosetherapeutin, Seelentherapeutin, Sozialpädagogin, Heilpraktikerin. Ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab. Ach, Love-Coaching, Reiki-Lehrerin, Lehrerin für schamanische Heilwesen und Partnerschaftsprofilerin. Herzlich willkommen. Denn sie sagt, werde die beste Version deiner selbst, denn Erfolg und Gesundheit sind keine Zufälle. Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Conny. Sehr, sehr gerne. Und mit dabei als der einzige Mann in der Runde, Christoph Welti. Er ist ganzheitlicher Laufexperte. Er kommt aus der wunderschönen Schweiz und hat seine Leidenschaft, nämlich das Laufen, zum Beruf gemacht. Seine Vision ist es, ganz, ganz viele Menschen zu begleiten, die sich auf den Weg machen wollen, ihnen die Hand zu reichen und sie abzuholen, wo auch immer sie stehen. Das Ziel ist es, die eigenen Träume und Visionen zu verwirklichen. Denn das Leben darf man täglich schätzen und dankbar sein für das, was man erreicht hat. Herzlich willkommen, Christoph. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich ein. Wir haben ein paar Zuschauerfragen bekommen. Und wir starten mit der lieben Denise. Sie steht, wie ich ja gerade erwähnt habe, für absolute Klarheit. Sie schaut hin, wo sonst keiner hinschaut. Und jetzt ist natürlich die Frage da dahinter, wo schaut denn sonst keiner hin? Also die meisten schauen ja pseudomäßig, denken sie intensiv auf sich und ihr Leben und sind reflektiert und wundern sich, warum sich dadurch aber nichts ändert. Jetzt gucke ich doch schon so und ich mache doch so viel, tue halt wenig, aber ich mache ganz viel, ich bin beschäftigt. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, genau, da möchte ich nachher noch näher drauf einstehen, ja. Ja, und mir ist immer wichtig, dieses dahinter.
Weißt du, also schon allein die Frage nach dem Warum, das ist ja eine Frage, wo ich sage, warum willst du das jetzt wissen? Also frag dich doch mal, warum dir dein Warum wichtig ist, und wenn du die Antwort hast, dann frag doch mal, warum das so ist. Weil die meisten machen nur so oben. Oder welchen Kunden hättest du denn gern als Traumkunden? Naja, es wäre schön, wenn sie Stilettos trägt. Ja, und warum? Okay. Warum machst du die an? Was macht die damit? Ja, so immer eins weitergehen. Oder ja, ich bin in so einem Muster drin, so wie das Geld reinkommt, geht das Geld wieder raus. Das hatte ich von meinen Eltern auch schon erlebt. Ich so, und warum machst du das so? Naja, weil ich das von meinen Eltern nicht so, und warum denkst du, dass du das auch machen musst? Also das ist immer so eins weiter. Ich gebe mich nicht zufrieden mit den Ausreden, die Leute bringen. Und ich sage auch immer, wer mit mir arbeitet, du wirst mich hassen, du wirst mich richtig hassen, mach dich drauf gefasst. Weil ich rede halt auch Klartext und ich lege den Finger in die Wunde und dann drehe ich nochmal um. Mega cool, mega cool. Weil ich meine, das ist auch meine Art zu arbeiten, weil ich finde, die Klarheit und nur das, diese blinden Flecken zu erkennen, bringt uns ja weiter. Weil alles, was wir ja schon wissen, das bringt uns ja nicht weiter. Dann bewegen wir uns in unserer sogenannten, ja, bequemen Komfortzone, und das bringt uns ja einfach nicht weiter. Also dürfen wir schon, wie du sagst, den Finger in die Wunde legen, mal gucken, was uns denn da jetzt wirklich so zurückhält. Und das Allerwichtigste dabei ist halt für mich, dass die wenigsten sich selber wirklich gut kennen. Die haben schon natürlich ein Bild von sich oder eben auch, was andere widerspiegeln. Ich meine, es ist ja auch so eine klassische Coaching-Übung. Frag doch mal deine Leute, die sollen dir mal drei Sachen über dich sagen, die sie an dir toll finden. Und ich sage, kannst du die selber an dir auch toll finden? Weil ansonsten bringst du dir gar nichts, dass du das weißt. Und dann schlucken erstmal alle und sagen, so coach ich aber auch. Ich denke mir, ja, kannst du ja machen. Tut ja nicht weh, bringt halt wenig. Aber ja. Also dieses, mir ist eigentlich wurscht, wer du bist, was du machst, was du kannst, erzähl mir, wer du bist. Und da stockt es dann meistens. Dann wird halt definiert über, naja, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, ich komme aus diesem Land, mein Lieblingsfußballverein ist das und beruflich mache ich das und vorher habe ich die Ausbildung gemacht, ich bin Mutter, ich habe drei Kinder, da, sage ich, ja, weil das sind alles Rollen, wer bist denn du? Weiß halt keiner. Und da gucke ich erstmal hin. Alles andere ist mir wurscht. Also eigentlich, wenn du sagst, ich mache Businessaufbau, eigentlich mache ich erstmal Menschenaufbau. Und dann gucken wir, kriegen wir dein Business zum Laufen. Du sagst jetzt wieder so einen ganz, ganz wichtigen Satz. Und dieser Satz hat mich die ganze Woche, das war wie ein roter Faden, begleitet. Schau mal erst, wer du bist als Mensch. Nämlich, wir kreieren alles von innen nach außen. Und ja, danke für diesen Hinweis nochmal. Wie gesagt, das war der rote Faden diese ganze Woche. Der scheint dann wohl wichtig zu sein. Der ist auch wichtig. Und das kennen halt so viele, ne? Weil sie immer im Außen suchen. Und da möchte ich diese Wörter von dir vorhin aufgreifen. Tue viel, bin beschäftigt, aber ich tue nicht das Richtige, weil ich wahrscheinlich im Außen nach irgendwelchen Strategien und Möglichkeiten und was auch immer suche. Und das kann ja auch erstmal ein Wegweiser sein, wenn ich trotzdem immer achtsam hinterfrage, ist es aber auch mein Weg? Also, weißt du, wie ein Backrezept. Ich gucke, also ich bin jetzt nicht so begabt, so kochen, backenmäßig, aber ich kann Rezepte lesen. So, und wenn ich mich daran halte, was da steht, dann kommt auch irgendwas bei raus, was man genießen kann. Aber das Schöne wäre ja, wenn ich mir erlaube, weiß ich nicht, ich soll einen Kirschkuchen backen und ich sage, aber ich mache ja gar keine Kirschen. Ich hätte ja viel lieber Himbeeren, mir zu erlauben, die eine Zutat mit der anderen auszutauschen, statt mich an dieses starre Rezept zu halten. Es kann ja erstmal helfen, aber ich sollte doch schon überprüfen, passt das auch zu mir? Oder hole ich mir Inspiration von verschiedenen Quellen und stricke mein eigenes draus, was dann wirklich aber auch, und da haben wir wieder dieses Wort, auf das ja auch keiner mehr kann, aber ich finde es absolut wahr, authentisch ich bin. Und da kommt, glaube ich, der nächste Stolperstein, dass sich viele das nicht trauen. Weil sie denken, dann schmeckt der Kuchen nicht mehr. Ja, ich bin auch immer noch bei dem Kuchen, ehrlich gesagt, weil ich kann nicht einfach Kirschen durch Himbeeren ersetzen. Aber wenn ich mir doch vorstelle, oder wenn es mich ja stimmt, dass mir Himbeeren besser schmecken als Kirschen, könnte ich dann glauben, dass es irgendjemanden auf diesem Planeten gibt, ja, dem es ähnlich geht? Kann ich das glauben? Ja, klar. Ja? Und dann kann ich das auch hinkriegen. Aber es reicht, glaube ich, nicht, wenn ich einfach nur die Zutat ersetze, sondern da muss ich drumherum auch noch mehr machen. Aber das weißt du ja. Ja.
Wunderbar, wunderbar. Und wir haben zu diesem, die Zuschauerfrage passt da eigentlich auch ganz cool rein, nämlich es ist jemand, eine Business-Starterin, Alter 50 bis 60. Sie fragt, wie formuliere ich meinen Nutzen? Und dann natürlich im nächsten Step, welche Schritte muss ich technisch gehen? Mhm. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut in den Kontext rein. Also wie formuliere ich meinen Nutzen? Also schön wäre, wenn ich ihn kenne. Das tun ja viele auch nicht. Also danach ist halt schöner. Und natürlich auch zielgruppenorientiert. Das ist ja ein sehr großer Unterschied, ob ich, also ist ja egal, was für ein Business ich habe und wie alt ich bin, aber arbeite ich mit Kindern, Jugendlichen? Arbeite ich mit Geschäftsfrauen, Männern, mit einer Mutti? Also es sollte ja eine Sprache sein, die mein Kunde, mein Wunschkunde erkennen kann. Also seine, ihre Worte. Also ich würde dir raten, erstmal was vorzuformulieren und dann jemanden, der zu deiner Zielgruppe stimmig ist, das zu lesen geben und sagen, würde dich das abholen? Oder was verstehst du davon nicht? Weil wir haben ja auch oft so eine, Fachidiotensprache, wo ich sage, ist doch klar, soll ich das jetzt für Dumme beschreiben? Ich sage, nee, nicht für Dumme, für deine Zielgruppe. Du kannst ja nicht sagen, dass die dumm ist, sondern die haben halt einfach nicht die Worte, die in unserer Blase so sind. Also meine Mutter hat neulich gefragt, Denise, ich habe irgendwie ein Buch von dir gelesen, da stand was von Trigger, was ist denn das? meine Mutter bucht mich jetzt halt auch nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Und für mich ist das so normal. Also das würde ich mir als Allerwichtigstes auf die Fahnen schreiben. Versteht mein Wunschkunde das, was ich da anbiete? Und vielleicht hat der eine oder andere da noch einen Tipp dazu. Liebe Sabine, wie würdest du das machen? Weil du hast ja auch so ganz verschiedene Bereiche. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder einzelne Bereich, den du anbietest, auch eine spezielle Zielgruppe anspricht. Ja, also bei mir ist das so, dass ich immer ausgelacht oder belächelt worden bin, weil ich auf dieses ganzheitliche Prinzip gesetzt habe. Und auch schon bei meinen ersten Kongressen damals, die ich gemacht habe, ich habe gesagt, meine Kongresse, die müssen ganzheitlich sein, weil man kann Körper, Geist und Seele nicht voneinander trennen. Und das ist halt einfach auch, also ich persönlich sehe das als ein Riesenmango innerhalb unserer Gesellschaft, auch als Heilpraktikerin, dass die Menschen, die Patienten oder auch Klienten, wie auch immer, je nachdem, oder Schüler, was sie bei mir gerade gebucht haben, wenn sie zu mir kommen, sehe ich halt einfach, dass immer nur ein Thema behandelt wird, aber nicht das große Ganze sich angeschaut wird. Und das ist halt ein riesengroßes Mango. Du kannst nicht ein Thema, das ist wie wenn du, ich nehme es jetzt einfach mal so. Du nimmst jetzt ein Medikament, was in deinem Körper etwas macht. So, und viele denken, okay, ich nehme jetzt ein Antibiotikum, das macht in meinem Körper was, das heilt, das tut jetzt die Bakterien zerstören. Aber es wirkt ja auch noch an anderen Stellen im Körper. Es wirkt sich ja nicht nur auf eins aus, sondern letztendlich auf das ganze System. Und wir müssen uns immer vorstellen, dass alles, was wir tun, was wir denken, was wir machen, was wir sind, wirkt sich nicht nur auf einen Bereich in uns und vor allen Dingen um uns herum aus, sondern letztendlich auf alle Bereiche unseres Seins. Und das ist genau das Mango, was ich halt immer wieder erkenne, dass jemand zu mir kommt und gesagt hat, ja, aber der HNO-Arzt hat gesagt, das und das ist das Problem. Und da habe ich gesagt, hat er sich auch mal die Zähne angeguckt, weil die Zähne hängen mit den Organen zusammen und mit der Wirbelsäule und. Und natürlich hat es auch eine psychosomatische Ursache. Also für mich ist dieses Thema Ganzheitlichkeit enorm wichtig, weil, daraus resultiert letztendlich meine Arbeit mit dem Klienten, weil ich das bestmögliche Ziel für meinen Klienten erreichen will. Und das geht nicht, wenn ich sage, ich schaue mir jetzt mal gerade dein Business an und ich schaue mir das an. Nein, ich schaue mir alles an. Ich schaue mir an, wie du lebst, was du tust, was du denkst, was du sagst, wie du dich kleidest, wie du lebst, also ne, wie dein Haus aussieht, wie sind deine Beziehungen, wie ernährst du dich und. So, weil das genau letztendlich das I Ching ist, was dazu führt, dich auch dauerhaft in den Erfolg zu bringen. Mhm. Anders geht's gar nicht.
Nee, das ist absolut richtig. Und deshalb haben wir ja auch jetzt die letzten zwei Tage, beleuchten wir ja auch diese anderen Lebensbereiche, ja, ja. Was für mich eben auch zu einem erfolgreichen Business dazugehört. Ja? Ja. Um jetzt mal auf die Teilnehmerfrage zurückzukommen. Sie schreibt, wie formuliere ich meinen Nutzen? Wie würdet ihr jetzt mit einem Satz darauf antworten? Ich gebe mal die Frage an die liebe Denise. Zielgruppenorientiert. Ja. Ja. Okay. Also einfach, dass ich die Zielgruppe erstmal genau definiere, was die brauchen und ja, dann eben auch sage, was das Ergebnis ist. Also wenn man diese Strategie fahren möchte, dann ja. Ich mache das jetzt anders, aber wenn du sagst, wie formuliere ich meinen Nutzen, dann muss deine Zielgruppe verstehen, was da steht. Okay. Ja, also ich sage jetzt, das klassische Beispiel ist, eine Frau kauft ein Auto und der Autoverkäufer kommt und erzählt dir, was da drin alles so passiert. Also mir geht das zumindest so. Und ich sage, naja, dass er einen Motor hat, davon gehe ich jetzt schon aus. Also müssen sie mir jetzt nicht sagen. Aber kriege ich denn da meinen Kinderwagen rein? Kriege ich denn da im Winter einen kalten Popo oder macht mir das Auto den Popo warm? Passt die Farbe zu meiner Handtasche? Ja, also das sind die Sachen, die ich essentiell finde. Das meine ich mit dem Ergebnis. Das meine ich mit dem Ergebnis. Ja, ja. Also das heißt, der Verkäufer ist ja gefragt, mir das Auto anders zu verkaufen als meinem Mann. Mhm. Das gleiche Auto. So. Und genau das ist eben auch, wenn du deinen Nutzen formulierst. Wer liest diesen Text? Der muss den verstehen können. Genau. Super klasse. Ja, und dann war die zweite Frage, welche Schritte muss ich technisch gehen? Jetzt die Frage an euch, welche Technik benutzt ihr? Benutzt ihr überhaupt eine Technik? Okay. Sabine? Ja, also es gibt verschiedene Schritte halt. Meinst du jetzt die Technik an sich jetzt? Also ich musste mir da... Was die Teilnehmerin genau wissen wollte, es steht nur dran, welche Schritte muss ich technisch gehen? Ja, Technik ist halt ein großer Begriff, ne? Geht es jetzt in der Technik um Fragetechniken? Geht es in der Technik um den Computer, ne? Um das, was man wirklich dafür haben muss? Klar, ich glaube, das steht dahinter, das glaube ich. Ja. Also wichtig ist, was ich lernen durfte in der ersten Zeit, in dem ich mich auch im Bereich Online-Marketing und auch Online-Schulungen selbstständig gemacht habe, einmal eine gute Internetbandbreite, einen guten Computer, Zoom-Account, der je nachdem, wie viele Teilnehmer du hast, vielleicht bis 100 oder auch mehr Platz dafür bietet. Dann E-Mail-Verteiler ist ganz, ganz wichtig für die Newsletter, Klicktipp, zum Beispiel Klicktipp, GetResponse, was es halt überhaupt an E-Mail-Verteilern gibt, wo du E-Mail sammeln kannst. Ne? Also das sind halt so diese Tools, die man auf jeden Fall, und natürlich auch das Wissen, wie etwas funktioniert. Und ich muss dazu sagen, ich bin bei meinem ersten Kongress ins kalte Wasser gesprungen. Da wurde ich hängen gelassen und musste mir die ganzen Technik-Tools alleine beibringen. Aufbau-YouTube-Kanal. Ich habe mir Videos bis nachts angeguckt, wie was funktioniert. Ich habe es von der Pike auf gelernt. Ich habe durch Klicktipp bin ich hindurch und habe nachher gedacht, so, oh Gott. Ne? Und dann habe ich nach meinem ersten Kongress gesagt, so, ich habe jetzt die Nase voll. Ich gönne mir jetzt den Luxus eines Teams. So. Und das war dann auch wirklich das Beste, was ich hätte tun können, gewisse Dinge auch nicht mehr alleine zu machen. Weil ich hatte damals noch meinen Fulltime-Job, bevor ich komplett, also auch selbstständig, aber bevor ich jetzt in diese Online-Tätigkeit rein bin. Und es ist so, so wichtig, dass man gewisse Dinge einfach auch mal sagt, ich hole mir jetzt jemanden, der mir hilft. Ich habe Coachings gebucht, ne, für einen Business-Aufbau, für Funnel-Aufbau. Ich habe Techniker-Tools gebucht. Dann habe ich mir eine kleine Mannschaft sozusagen im Hintergrund, die mir die Techniken, die Seiten, die Kongressseiten, alles weitere auf, ich habe sie meine Online-Engel genannt, aufgebaut haben. Und für die nächsten Kongresse und auch für meine Kurse. Und das ist so unglaublich wichtig. Ein guter Tipp, hör auf, alles alleine machen zu wollen. Du gehst
runter. Also ich bin an meine Grenzen gekommen. Ich habe einen 18-Stunden-Tag teilweise gehabt und bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Die sind zwar jetzt größer schon, aber du kommst wirklich an deine Grenzen, wenn du das über eine lange, lange Zeit hinweg machst. Und es wird Zeit, oder ich kann nur jedem sagen, gönne dir einen Coach, gönne dir Techniker, hol dir die Hilfe, die du wirklich brauchst. Es ist es wert. Definitiv. Kann ich nur unterstreichen. Ich habe genauso angefangen, mein erster Online-Kurs. Ich habe auch gedacht, ich breche ab. Ja, also ja, ich wusste überhaupt ja, gar nicht, wie das Ding funktioniert. Ich habe mir auch alles selber beigebracht. War auch, wie du sagst, Klick-Tipp genauso. Bin nach Sofia geflogen, Bulgarien, habe den Consultant gemacht, weil ich gedacht habe, das brauche ich jetzt unbedingt. Ich möchte aber, ich glaube, weil nämlich die nächste Frage ist, technische Herausforderung, was wird alles benötigt, um online zu starten? Und ich sage jetzt, ich vertrete da vielleicht eine etwas einsame Haltung, aber um online zu starten, brauchst du gar nichts. Ein Handy. Du brauchst keine Webseite, genau, ein Handy. Du brauchst keine Webseite, du brauchst keinen E-Mail-Funnel. Du brauchst, um jetzt zu starten, ich rede jetzt wirklich von Internetanschluss. Bitte? Internetanschluss. Genau. Internetanschluss. Ja gut, nicht mal unbedingt den. Wenn ich hier das Handy habe, brauche ich nicht mal unbedingt den. Das Einzige, was ich brauche, ist irgendwo ein Social-Media-Kanal. Also entweder Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, keine Ahnung, was mir liegt. Und damit lege ich los. Mehr brauche ich nicht. Mhm. Und wenn, und das habe ich auch die letzten Tage schon gesagt, wenn da einfach mal so ein bisschen Umsatz dann reinkommt, dann kann ich ja anfangen, das Ganze auszubauen und zu erweitern. Dann kann ich schauen, was nehme ich mir jetzt für ein Tool, um es mir zu erleichtern? Wo kann ich auslagern? Was kann ich jetzt noch tun? Und. Also dann geht es in die Breite. Aber ums erste Geld zu verdienen, brauche ich gar nichts. Liebe Silvia, ja? Ich finde es auch sinnvoll. Also es dient mir heute sehr, dass ich diese Dinge alle Schritt für Schritt gelernt habe, weil ich dann weiß, wenn ich es delegiere, wie lange dauert das eigentlich oder erzählt mir derjenige was vom Pferd. Ja. Oder du könntest halt notfalls übernehmen, wenn jetzt wirklich mal jemand spontan ausfällt und du sagst, aber das muss morgen fertig sein. Ja, und derjenige sagt, ich habe 40 Fieber, dass du weißt, wie es geht, theoretisch. So. Ja, aber genau. Ansonsten, ich finde auch, die meisten verbringen so viel Zeit und dann auf der Homepage das Bild noch hübsch schieben, das muss noch so 2 Zentimeter hoch und die Schriftgröße noch ein halbes Pixel mehr und ich denke mir, da hättest du schon Geld verdienen können. Erstens das und zweitens, und das ist, glaube ich, auch so ein ganz großer Fehler, dass ganz, ganz viele Wochen, Monate mit der eigenen Webseite verbringen und komplett an der Zielgruppe vorbei. Ja. Schießen, ja. Ja. Mhm. Vorbeischießen, genau. Ja. Weil sie die Zielgruppenanalyse noch gar nicht gemacht haben, weil sie noch gar nicht die ersten Kunden hatten und weil sie gar nicht wissen, was in der Kunden, ja, in der Zielgruppe überhaupt innen vor sich geht. Ja. Und das muss auf die Webseite. Und nicht, was mir gefällt. Mhm. Ja, und wichtig ist auch, den Fokus zu halten. Wenn du etwas ich sehe das beim Laufen, als bei mir. Wenn du einen Marathon läufst, hast du einen Fokus, Start, Ziel und das ist der Weg wie geradeaus und du willst dich auch ans Ziel kommen und wie du gesagt hast, nicht ablenken im Außen, sondern deinen Weg geradeaus gehen. Ganz wichtig. Ja. Silvia, also ich wollte noch was sagen, ja? Ja, ich wollte zum Thema Zielgruppe noch was sagen. Ich habe mich ja so lange mit meiner Zielgruppe beschäftigt und dann hatte ich sie raus. Das sind Frauen, die sind ungefähr so alt wie ich und die Kinder sind groß und so. Und dann habe ich daraufhin meine Angebote zurechtgeschneidert und dann kamen die Kinder von diesen Leuten. Also ich glaube, auch über die Zielgruppe braucht man sich nicht so viele Gedanken zu machen, wenn man bei sich selber ist. Und wenn ich bin und mich so verkaufe, wie ich bin, dann ziehe ich doch die an, die mich brauchen. Die mit mir arbeiten wollen und die ich in den Arsch treten darf, und weil sonst lassen die sich das nicht gefallen. Ja, ich gebe dir so recht, so eine Grundidee deiner Zielgruppe
finde ich am Anfang total wertvoll, aber am Ende, du bist ja morgen auch nicht mehr die, die du heute warst, als du deine Zielgruppe definiert hast. Also eigentlich kannst du dich ja wenigstens einmal im Jahr hinsetzen und deine Zielgruppe neu machen, weil du dich ja hoffentlich irgendwie weiterentwickelst. Und unterschätz auch nie die Weiterempfehlungsfreude deiner Zielgruppe, weil vielleicht buchen nicht die, aber die empfehlen dich und empfehlen dich und empfehlen dich und dann kommen ganz andere. Also ich wundere mich auch mal, bei mir auf der Homepage ist ja so ziemlich alles rosa und ich buche die ganzen Männer. Ich denke mal, also marketingmäßig. Aber wenn ich es auf blau umstelle, kommt keiner. Ja, ja, genauso wie das bei mir. Alte Frauen in Anführungsstrichen und was dann kam, waren junge Männer. Ich muss den Vogel mal abdecken. Dein Hintergrundvogel. Ja, dann haben wir hier noch ein Thema, da gehe ich nachher noch mal drauf ein, auf die Aufstellungsarbeit von der lieben Denise, weil, ich glaube, wir warten, bis die Silvia zurückkommt, können wir auch vorziehen, die Aufstellungsarbeit. Viele kennen das ja als klassisches Familienaufstellen, aber du und dein Business, ihr macht ja noch was ganz, ganz anderes. Magst du da mal ganz kurz was dazu sagen? Wie genau lautet denn jetzt die Frage? Dass du mit deiner Aufstellungsarbeit auch das beziehst auf das Business, auf das Potenzial, auf das Geld, auf alles. Ne? Also dass es nicht nur um diese menschlichen Beziehungen geht, sondern Aufstellungsarbeit auch in Bezug auf Business. Genau, weil alles ist ja Energie. Ne? Ob ich jetzt, sage ich mal, mich und mein komischen Verhältnis zu meinem Vater aufstelle oder mich und meine Beziehung zu meinem Business aufstelle, ist ja wurscht. Es geht ja einfach nur um eine Grundenergie. Und ich finde es total spannend, mal raufzuschauen, wenn ich jetzt sage, ich stelle mal auf, mich und mein Business, in welcher Beziehung stehen wir denn überhaupt zueinander? Da kommt nämlich ganz oft was ziemlich Überraschendes bei raus. Oder eben auch, wie ist denn meine Beziehung zum Thema Geld? Wenn ich Geld aufstelle und das als Person betrachte, als Energie, dann erscheint das doch sehr häufig, dass dem Geld wurscht ist, wo es hin möchte. Das sagt, du, ich bin ja da, nimm mich. Aber die Leute haben ein Problem mit dem Geld. Und dann halt zu gucken, ja, okay, wo kommt es denn her? Und kriegen wir da irgendwie die Beziehung zwischen dir und dem Geld mal ein bisschen aufgelöst? Oder auch, ich stelle meine Zielgruppe auf, ich stelle mein Produkt auf und sage, okay, das Produkt, das ich gerade im Kopf habe, finden die Leute das interessant? Wenn nein, was fehlt, damit sie es interessant finden könnten? Ich stelle meine Preise auf und sage, wo gehen die Leute hin? Habe ich Lust auf einen kleinen exklusiven Kreis? Gucke ich, wo steht der kleine exklusive Kreis? Also ich nehme da mehrere Preise und guck, wo gehen die da so hin? Habe ich Lust auf eine große Gruppe? Wo steht der große Batzen? Oh, also ich stelle das alles auf, auch mit meinen Klienten. Also für mich, aber eben auch mit meinen Klienten, um zu gucken, was steckt denn da energetisch drin? Weil oftmals ist es ja so, dass die Leute, die zu mir kommen, sagen, es steht alles, aber es kommt keiner. Ich habe alles gemacht, was ich überall gelesen habe, was ich in Kursen gemacht habe, was ich mir angeguckt habe, wo ich gesagt habe, das machen die anderen auch, das mache ich nach. Aber wieso buchen die nicht? Ich habe ein tolles Produkt, ich finde mich toll, ich habe Ahnung von dem, was ich mache, ich habe tolle Feedbacks und kommt keiner. Sagen wir dann, lass uns doch mal gucken, was da so los ist, energetisch. Weil wenn es fachlich, strategisch nicht liegt, dann musst du ja selber irgendwie den Fuß auf der Bremse haben. Also cool. Nicht, dass wir jetzt hier in einer Blase uns befinden. Kann ja sein, dass jemand zuhört, der gar nicht weiß, was eine Aufstellung ist. Das könnte sein, ja. Kannst du vielleicht mal zwei Sätze dazu sagen? Also Aufstellungsarbeit im einfachsten erklärt ist, ich gehe in eine energetische Verbindung mit mir und einem zweiten, dritten, wie auch immer, Beteiligten. Und wir kennen das, glaube ich, alle, dass wir mal an jemanden gedacht haben, von dem wir schon lange nichts gehört hatten und denken, ach Mensch, du müsstest dich ja eigentlich mal melden und dann klingelt das Telefon und es kommt eine Nachricht rein, genau von dieser Person. Und das ist halt diese energetische Verbundenheit, die ich meine. Und die habe ich ja mit jedem. Und genau das stellen wir auf, also lagern es aus dem Körper raus und gucken es uns von außen an, weil, ich glaube, das kennen wir auch alle, das, was mein Kopf produziert, das kann der in Dauerschleife, kommt halt selten was Neues bei raus. Und ich denke meine Gedanken von A nach B und im Kreis und rückwärts, aber neue Impulse kommen nicht. Aber wenn ich die Perspektive wechsle, dann sehe ich anders. Also praktisch, ich stehe nicht mehr im Wald, also vor lauter Bäumen, sondern ich sehe, wenn ich die Perspektive wechsle, den Wald und das Aufstellen. Mega. Also
praktisch wie beim Familienaufstellen, ne? Den Stellvertreter und dann den Aufsteller selbst. Na, und das kann man ja auch ummünzen dann auf Dinge, Situationen, auf alles letztendlich im Leben. Alles, ne? Also kannst du auf alles anwenden. Ja, ich stelle mir auch auf, kaufe ich die Handtasche oder die, tendenziell dann beide. Aber hat die Aufstellung ja so angehen. Entweder oder war gestern. Mega cool. Sehr, sehr, sehr interessant. Ich würde jetzt ganz gerne noch ein bisschen den Familienbereich beleuchten. Und da kommen wir zu unserer Expertin, der lieben Silvia. Denn sie hat die Frage gestellt, wie viel Einfluss hat der Fluss in deiner privaten Beziehung auf dein Online-Business? Und wir wissen alle, wenn privat der Wurm drin ist, dann funktioniert es meistens mit der Arbeit auch nicht so. Oder, wie ich heute Morgen in deinem Post gelesen habe, liebe Silvia, ganz, ganz viele vertiefen sich dann in die Arbeit und entfernen sich dadurch noch mehr vom Partner. Ja, ich glaube, dass das Hauptding oder das eine Wort, was da Klarheit und immer wieder ein Reminder reinbringt, ist das, dass man sich bewusst wird, wo die eigene Energie und wo die Kraft herkommt. Weil wenn ich immer weiter mit einem Auto fahre oder ein Business aufbaue und, muss ja irgendwoher der Kraftstoff kommen, um das Ganze zu betreiben. Mhm. Und wir sind nun mal soziale Wesen und klar, Ernährung ist nicht unwichtig, Sabine, stimme ich dir zu? Oder? Also, aber die Beziehung, also unsere Interaktion mit anderen sozialen Wesen ist einfach die Krafttankstelle schlechthin. Wir können auch x-mal sagen, ach na ja, ist mir nicht so wichtig, ob ich Anerkennung kriege oder nicht. Aber wenn einer zu dir sagt, das hast du aber gut gemacht, dann tut das einfach gut. Und dann gibt das auch Kraft. Und ja, wir können die Menschen, die uns Kraft geben, wechseln. Aber Fakt ist, wir haben auch zu Hause eine Beziehung. Und wenn ich die nicht so oft auswechsel, sondern vielleicht lieber mich dran reibe und wachse, dann kann ich auch im Business viel sicherer agieren, weil ich mich einfach mit mir selber wohlfühle. Weil Ich würde jetzt ganz gern noch einen Satz einwerfen, den ich von meinen Kunden oder den ich auch in dieser ganzen Blase auch immer wieder höre. Wenn mein Partner mitziehen würde, dann wäre ich schon längst erfolgreich. Ja, das sind dann die Menschen, die ihren eigenen Magnetismus verkennen. Weil tatsächlich ist es ja so, wenn ich denn der anziehende Pol bin, dann kann der andere sich, ohne dass er sich gemaßregelt fühlt, verändern. Wenn aber ich sage, ich verändere mich erst, wenn der andere sich verändert, dann sind wir am St. Nimmerleins-Tag schnell angekommen. Hm. Oder sehr bei mir. Oder bei dir, genau. Ich darf kurz etwas sagen. Ja. Ich komme aus einem Burnout und die Familie ist wirklich auch ein Riesenthema in dieser Sache drin. Und bei mir, ich war wirklich zweimal auf der Bettkante und ja, mein Schicksal war wirklich so, dass ich etwas verändern muss. Also ich musste was ändern und ich war wirklich aus Leuchtturm herausgegangen und heute haben wir wie gemerkt, dass ich in der höheren Schwingung bin als die Frau und jetzt zieht auch die Frau mit. Also wie du das sagst, wenn du als Leuchtturm vorgehst, kommt eigentlich das hinterher alles auch. Und ich darf auch sagen, wir haben wirklich hässig Streitigkeiten im Burnout. Das war ein Riesenthema bei uns. Und jetzt in der heutigen Zeit, ja, ich bin fit, ich bin vital, ich bin gesund. Mhm. Ich bin dankbar, dass ich heute Morgen oder nur so kleine Sachen, wenn du gesund aus dem Bett hüpfen darfst. Mhm. Ja, da bin ich schon mal dankbar. Der Rest kommt von alleine. Ja, und manche sagen, so ein klärendes Gewitter und so ein Streit, das reinigt doch die Luft. Es kostet aber auch Kraft.
Und je nachdem, in welchem Stadium ich mich so beim körperlichen und seelischen und geistigen Invest in mein Business befinde, dann, also Kraft, ich kann das verbrauchen, was ich habe. Also die meisten sorgen gerne mal zu spät. Also dann, wenn der Tank schon längst auf Reserve läuft und dann fällt ihnen im Business irgendwas auf und dann bricht aber gerne mal alles zusammen. Also ich meine, ich hier als Scheidungsanwältin, wie viele Menschen habe ich schon erlebt, die also nacheinander, wo die Ehe den Bach runterging, dann sind sie noch besoffen Auto gefahren und dann haben sie noch die Arbeit verloren. Das ist halt, dreht sich halt gerne mal alles ganzheitlich im Kreis und dann gibt das richtig Gas nach unten. Ja. Und du hast auch was ganz, ganz Wichtiges gesagt und auch das war jetzt so ein bisschen ein roter Faden durch diese ganze, durch diesen ganzen Live-Summit. Kümmere dich zuerst um dich selbst. Ja, definitiv. Also ich meine, was ich verkaufe, ist total authentisch. Ne? Ich verkaufe ja mich, wir verkaufen alle uns, nämlich unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse, unsere Glühbirnenmomente, wo, die Sachen, die wir gelöst haben. Und weil das ist ja am leichtesten, da begeistert und authentisch, Denise, zu berichten und das so zu machen. Also ich habe über Jahrzehnte, ich kann nicht sagen, ich habe mich nicht ernst genommen, aber ich habe die anderen wichtiger genommen als mich. Und das hat sich dann bitter gerächt. Und das ist dann, also ob wir das Burnout nennen oder der eine fängt an zu saufen oder es ist völlig egal. Es gibt so verschiedene Ersatztendenzen. Anstatt, dass man die Energie auffüllt, muss man dann gleich hingucken, was sich da tut. Und ja, es startet und endet alles bei dir, deswegen, bei mir gibt es da ab morgen sowieso gerade so eine Challenge, ist zwar wirklich Zufall, die da heißt Zurück zu dir, weil ich wirklich gemerkt habe, es gibt so eine Grundschule, so ein paar Tools, wenn ich darauf achte, dann kann ich mein Energielevel immer halten und dann kann ich auch die Wellen surfen, die da kommen. Definitiv. Und ich meine, dieser Satz grundsätzlich, wenn XY, dann XY, ist ja eine Mangelgeschichte. Ist Mangeldenken. Wie heißt das? Verschieberitis, ne? Ja, da gibt es doch ein Fremdwort für. Eigenverantwortung abschieben. Ja. Genau. Ja, und jetzt setzen wir auf diese ganze Beziehungsgeschichte noch einen on top drauf. Liebe Sabine, du bist ja Heilerin und Lichtarbeiterin und viele dachten, du bist ja nur in diesem Bereich unterwegs und machst Kongresse, auch ja. Online-Kongresse. Ja. Jetzt kommt noch die Sparte dazu, Partnerschaftsprofiling. Ja. Und das ist ja auch, ja, wie erkenne ich jetzt eine toxische Beziehung? Wie erkenne ich, wie erkenne ich es jetzt gleich, dass ich vielleicht auch gar nicht erst in so eine toxische Beziehung reinkomme? Magst du uns dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist ja auch so mein Steckenpferd in den letzten paar Jahren. Toxische Beziehungen, ich nenne immer diesen einen Satz ganz gerne. Es ist nicht deine Aufgabe, toxische Menschen zu heilen. Es ist deine Aufgabe, den Anteil in dir zu heilen, der mit diesen Menschen in Resonanz geht. Das ist so ein Satz, den nutze ich immer wieder gerne, weil letztendlich sind toxische Menschen, viele sagen, wie kann man das Wort toxisch nutzen, weil das Vergiften letztendlich passiert in dem, dass, wenn es dir nicht gut geht, dein Körper übersäuert. Und diese Toxizität, die ans Tageslicht kommt, ist letztendlich ein Spiegel deiner selbst. Und wie gesagt, oder Trigger, ne? Wie eben so schön bei Denise, ne? Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, wie man alle Ebenen ins Gleichgewicht bringt und heilt. Es geht darum, dass durch diese toxischen Beziehungen, die viele ja auch so verteufeln, durch die ich auch in der Vergangenheit durch bin. Viele, die mich kennen, kennen meinen Weg.
und oder die auch meinen Kanal kennen, die kennen meinen Weg, was ich auch durchlebt habe mit Gewalt, mit Scheidung, mit allem drum und dran, körperliche und psychische Gewalt. Und da rauszukommen und zu erkennen, dass das eigentlich ein Geschenk war, dieses Leiden erfahren zu müssen, um wieder bei mir selber anzukommen. Und das ist das, was ich ganz, ganz vielen Frauen oder auch Männern, aber zu mir kommen überwiegend Frauen, mit auf den Weg gebe, dass letztendlich nichts gegen dich ist. Das Universum ist immer für dich. Und du bekommst auch immer die Menschen, auch innerhalb deiner Arbeit, ne? Als Rechtsanwältin, als Coach, als Therapeut, wie auch immer. Du bekommst immer die Menschen gesendet, die ein Teil in dir antriggern, den du selber auch nochmal aufarbeiten darfst oder gewisse Fälle, ne, wo ich dann auch nochmal hinschauen darf. Und das ist so dieses, was es letztendlich auch als Profilerin ausmacht. Und viele haben mich gefragt auch, ja, was ist denn dieses Partnerschaftsprofiling? Also das Profiling letztendlich ist ja fachanalytisch, ich sag mal, die Situation zu beleuchten. Ich versuche es jetzt mal in leichten Worten zu sagen und nicht in der ganzen Fremdsprache. Es geht letztendlich darum, Menschen zu erkennen, Menschen lesen zu können, wo man schon direkt von Anhieb an weiß, der würde mir nicht gut tun. Und mir ist halt aufgefallen im Laufe meiner im Laufe der Jahre meiner therapeutischen Arbeit, dass viele, viele Frauen und auch Männer sich verbiegen, um jemandem zu gefallen, gerade in dieser Kennenlernphase, in dieser Anfangszeit, wo man sich dann begegnet und letztendlich eine Beziehung aufgebaut wird, die nicht auf Ehrlichkeit beruht, sondern letztendlich nur auf Äußerlichkeiten, auf Oberflächlichkeiten, dass man jemandem zeigt, wie man gerne sein möchte oder dass man so sein möchte, wie der andere mich sehen will. Und das ist halt oftmals ein riesengroßes Problem, weshalb dann auch viele Beziehungen irgendwann, ich sag mal so, auseinanderklaffen oder auseinanderbrechen, wenn sie dann zusammenziehen und wenn sie sich wirklich richtig kennenlernen. Und in dieser Partnerschaftsprofiler-Ausbildung, die ich auch anbiete, geht es letztendlich darum, genau das zu erkennen. Also einmal den Weg zu dir zurückzufinden. Das ist das, was Silvia jetzt in ihrer Challenge macht, so schön. Na, und das ist der erste Schritt, erstmal bei dir selber wieder ankommen. Das ist das Allerwichtigste. Oder ich sage mal, das ist mit einer der Grundsteine, wenn du auf irgendetwas aufbauen möchtest. Und dann halt auch zu gucken, wie erkenne ich denn toxische Menschen? Wie erkenne ich sie denn? Wie erkenne ich Narzissten, Soziopathen, Psychopathen, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen? Genau, das wollte ich nämlich einwerfen. Wie erkenne ich solche Menschen? Genau. Das ist ja gerade am Anfang sehr schwierig, wenn man sich kennenlernt. Ne? Ich meine, die sind ja meistens sehr charmant und die tun ja alles für die Frau. Und ich meine, ich durfte das ja selber auch schon erleben. Ja. Also insofern spreche ich da auch aus eigener Erfahrung. Ja, ja. Ich weiß ganz genau, wie charmant die dastehen können und die alles tun und denken, und du stehst da als Frau und denkst, boah, das ist mein Traumprinz, ja? Ja. Aber wie erkenne ich dann so einen, ja, wie Narzissten? Also mittlerweile für Menschen wie mich, ich habe mittlerweile aufgrund der letzten 30 Jahre Erfahrung, ich bin ja auch schon Anfang, Mitte 50, ich habe schon ein geschultes Auge mittlerweile dafür. Also es geht, wie erkennt man einen Menschen? Einen Psychopathen zum Beispiel erkennt man auch relativ gut daran, inwiefern er sich auf sein Gegenüber einlässt. Ne? Wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, so typische Merkmale eines Psychopathen oder eines Narzissten teilweise sind auch, wenn man sich verabredet und man hat seine ersten 1-2 Dates, man sitzt im Lokal, im Restaurant, man schaut sich gegenseitig an, die Frau ist total verliebt und man sieht es auch. Ne? Also die Aura leuchtet, das Strahlen, sie kriegt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht raus. Und wenn sie mal aufsteht und auf Toilette geht, dann läuft sie, ne, unbemerkt mit diesem Grinsen auf die Toilette und kommt dann auch wieder zurück. Und beim Mann ist es zum Beispiel so, man erkennt es dann oft daran, wenn der Mann erstmal dieses Grinsen hat und dann flop. Also wenn dieses Grinsen oder dieses Gefühl nicht mehr da ist, sobald die Frau aus dem Raum da ist. Also es gibt gewisse Anzeichen dafür,
die man auch im Gesicht lesen kann. Also das ist das, was wir in der TCM, also in der traditionell chinesischen Medizin gelernt haben, Gesichter zu lesen. Na, und man erkennt, das lernt man bei mir in der Ausbildung, man erkennt anhand der Gesichtszüge, welche Erkrankungen oder auch Komorbiditäten, ne? Also es gibt ja Menschen, die haben mehrfache Erkrankungen, vorliegen, um letztendlich aufgrund der Erkrankungen zu sehen, was ist die psychosomatische Ursache dahinter. Hinter jeder Erkrankung, also in der TCM gibt es keine Erkrankung, sondern nur ein Ungleichgewicht im Körper-Geist-Seelen-Bereich. Und hinter jeder Erkrankung steckt ja eine Ursache. So, und wenn man dafür ein Gefühl kriegt, Menschen zu beobachten, zu gucken, guck mal, da ist, ne, das sind jetzt die Falten, das ist der Dickdarmkolon, ne, das sind jetzt die Leberfalten, Herzfalten, dann die Iris, also das lernt man alles natürlich im Laufe, das geht nicht von heute auf morgen, das muss man trainieren. Man muss wirklich auch rausgehen unter die Menschen, um Menschen lesen zu können. Es ist eine Art Training. Mhm. Und man lernt es. Man lernt es aufgrund, wie ein Mensch redet, ein Narzisst, ein Soziopath, ein Psychopath. Diese speziellen Verhaltensweisen, was ein Mann für eine Frau tut und was er wirklich sagt. Ne? Also wirklich dahinter zu schauen. Und es gibt viele Beispiele dafür, wo viele sagen, warum habe ich das nicht früher gemerkt? Ja, weil du es nicht sehen wolltest. Mhm. Ja, gut, wir haben dann natürlich, also wir, ich spreche jetzt mal im Namen der Frauen, der verliebten Frauen, ja dann oft diese rosa-rote Brille auf. Ne? Genau. Dann immer so schön heißt, ja. Man sieht das halt nicht. Man sieht das Offensichtliche sieht man nicht. Oder man will es nicht sehen. Also was bei mir zum Beispiel auch immer so ein ausschlaggebender Punkt ist, ich achte halt auch immer drauf, wenn ich eingeladen werde von einem Mann und wir gehen aus, dass ich darauf achte, wie geht er mit anderen Menschen um? Ne? Also wie geht er mit anderen Tieren um? Wie redet er? Wie schaut er sich um? Wenn wir jetzt in einem Restaurant sind, wie geht er mit der Bedienung um, mit der Kellnerin, mit dem Kellner? Also es gibt gewisse Merkmale und Anzeichen, die man direkt schon erkennen kann, was in einem drinsteckt. Ne? Die Körperhaltung, Körpersprache ist alles letztendlich. Ne? Ich bin jemand, ich rede immer ganz, ganz viel mit Händen und Füßen und die Körpersprache ist letztendlich alles. Ist jemand offen? Ist jemand verschlossen? Ne? Mhm. Ist jemand grübelnd? Also du kannst, und da gehen wir auch näher drauf ein, du kannst aufgrund der Körpersprache schon ganz, ganz viel erkennen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. So, und das ist natürlich was gelernt, was trainiert werden muss, wenn man sich dafür interessiert. Ne? Und das ist ein Teil, ein kleiner Teil der Ausbildung. Mhm. Aber auch hier wieder die Essenz, wie die Silvia vorhin gesagt hat, alles beginnt bei dir. Alles beginnt immer bei dir, immer. Also du kommst nackig auf die Welt und ich sag mal, du gehst nackig wieder, ne? Bist geboren, dann du gehst ja nackt auch wieder und alles, was dazwischen ist das Leben und es sind letztendlich Geschenke, die man bekommt. Und es ist deine Aufgabe, hinzuschauen, wie möchtest du mit diesen Geschenken umgehen? Also was bieten dir diese Geschenke? Siehst du einen Wert in diesen Geschenken? Also jedes Geschenk, was in mein Leben kommt, auch wenn es noch so leidvoll war, das hat von mir eine gewisse Wertschätzung bekommen, weil dadurch durfte ich wachsen. So, und das ist genau das, worum es letztendlich geht. Ja, ne? Dieser innere Wachstum. Ja. Definitiv. Und da hast du mir jetzt die ganz, ganz tolle Vorlage für die Überleitung zum Christoph gegeben, nämlich dieses Geschenk anzunehmen. Und der Christoph hat ja auch ein Geschenk bekommen, wo jeder sagt, das ist doch kein Geschenk. Nämlich er hat einen Burnout gehabt. Ja. Und ist mit durch dieses Geschenk, durch diesen Burnout aufgewacht und hat sein Leben gedreht. Mhm. Und ist jetzt, ja, wie er sagt, ich hetze von A bis Z den ganzen Tag. Stress und Unruhe kommt immer wieder in meinen Körper. Aber durch das Laufen ist er zu seiner Bestform zurückgekehrt.
Lieber Christoph, lass uns teilhaben an deiner Erfahrung und wie du das gedreht hast. Ja, es ist wirklich so, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Also ich wurde jetzt gesundheitlich durch das Burnout, wurde ich wie gezwungen und dann wirklich auch die Erfahrungen sammeln dürfen, dass ich auch wachsen darf, wie Sabine gesagt hat. Und ja, ich weiß das noch genau, wie du siehst, du bist verzweifelt, alle sagen, mache die Leidenschaft zum Beruf, aber du bist auf der Bettkante und kannst keinen Schritt mehr gehen. Und das habe ich wie bewusst lernen müssen, wirklich Schritt um Schritt. Und heute darf ich wieder 65 Kilometer und mehr laufen. Und das ist, ja, ich darf sagen, das Gewicht war bei mir auch, ja, extrem. Durch die Tabletten war ich mal 100 Kilo. Heute habe ich ein Wohlfühlgewicht. Ja, ich habe kleine Putzlesteine wirklich umgestellt. Aber heute, ja, ich kann sagen, wenn ich einen Marathon laufe, 42 Kilometer, am Anfang hatte ich da vielleicht eine Woche Pause gehabt. Und heute darf ich, wenn ich Sonntag einen Marathon laufe, kann ich Montag wieder laufen. Und ja, die Körperhaltung bei mir auch. Ich schaue immer, ich sage, mach ein Video, schicke mir die Haltung, laufe mal. Und ich kann auch genau sagen, durch die Haltung, ja, hat er es schwer, hat er Probleme, wie läuft er? Das ist so. Das ist ganz klar. Sehr, sehr, sehr spannend. Und du hast gerade auch was ganz, ganz Tolles gesagt, nämlich du hast diese kleinen Puzzleteile zusammengestellt. Und ich glaube, das ist auch so ein Riesenbrocken, wo viele daran scheitern, weil sie sich zu große Ziele setzen und dann eben von sich erwarten, dass das auch gleich so in Erfüllung geht. Aber du hast auch gesagt, kleine Steps und jetzt hast du es geschafft, ne? Ja, bei mir war natürlich auch die innere Stimme kannte ich gar nicht mehr. Also das war wie verloren, die musste ich wie, ich weiß das noch, das war wirklich an meinem Tag vor dem Geburtstag kam die innere Stimme zurück. Ich war auf dem Bau, 14 Stunden Arbeit, harte Arbeit. Und da kam wirklich die Stimme zurück, kündigen. Und ich ging am Abend nach Hause, sagte der Frau, ich kündige heute. Oder ja, kannst die Kündigung schreiben, am Geburtstag kündige ich. Und sie, du kennst das, sind Ängste, Zweifel, alles ist dabei. Aber sie hat gesagt, ja, wir schauen, was können wir daraus machen. Und sie hat immer mich unterstützt, gesagt, du musst was machen, wo dir Spaß macht und Freude macht. Und ja, für mich war immer, ich habe immer gesagt, ich werde selbstständig und ich habe ja den Mut gehabt, für diese Schritte zu gehen. Und ja, es ist Mut, Eigenverantwortung, ja, um sich selber, also um sich selber mal zu kümmern, dass es dir gut geht und du es auch wert bist. Und wieder dieser Spruch, kümmere dich um dich selbst. Ja, ich finde auch also, ganz wichtig, Christoph, dass du sagst, ne, da waren auch Ängste dabei, weil ich glaube, das kennt auch jeder, wenn du so eine große lebensverändernde Entscheidung triffst. Ich meine, ich weiß noch, als ich gekündigt habe, dann haben auch Freunde gesagt, hast du dir das gut überlegt? Und ich denke mir, was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Nein, habe ich nicht. Natürlich. Also, ja. Und dass wir alle, würde ich mal behaupten, irgendwann Angst haben und dass die auch wiederkommt und beim nächsten großen Schritt auch wiederkommt. Aber die Frage ist halt, mache ich es trotzdem, trotz der Angst? Ja. Vertraue ich mir? Ja. Vertraue ich mir selber? Mhm. Und gehe ich für mich selber? Und ich meine, das ist, das habe ich diese Woche auch schon mal erwähnt, in Deutschland ist das so ein bisschen diese Mentalität, ne? In Amerika ist das ja ganz anders. In Amerika, wenn du dich selbstständig machst, boah, da wirst du gefeiert und da kommt von überall Unterstützung und er sagt, dann gehst du dahin und dann gehst du dahin und mega cool. Und in Deutschland heißt halt, was? Hast du dir das auch wirklich gut überlegt? Und was, wenn das schief geht? Und hast du dir das alles überlegt? Und dann kann das passieren und dann kann das passieren und jenes passieren und du wirst immer kleiner und immer kleiner und kleiner und denkst, ja, ich überlege es mir vielleicht doch nochmal, ja?
Und da jetzt diesen Mut zu haben und das Vertrauen zu sich selber und zu sagen, okay, und ich gehe jetzt für mich, ich stelle mich jetzt an erste Stelle und ich höre auf mein Herz, öffne das und höre auf meine Intuition und meine innere Stimme, wie der Christoph gesagt hat, und ich gehe für mich. Und eigentlich finde ich ja auch, ehrlich gesagt, dass wir das Wort Mut falsch verwenden, weil eigentlich hätte es viel mehr Mut gebraucht, in der alten Stelle zu bleiben, auf dem Bau, wo du 14 Stunden arbeitest und dich kaputt machst und weißt, wie krank du dadurch wirst und was es auch mit euch als Paar macht oder als Familie macht. Ich finde, das ist Mut, weil Mut brauchst du eigentlich nur, wenn du dumme Sachen machst, alles andere läuft schon irgendwie. Cool. Gute Definition. Also bei mir war es ja wirklich so, ja, ich war am Arbeiten und dann hast du Freitag bis Sonntag hast du nur noch geschlafen, dass du am Montag wieder arbeiten kannst. Und ja, wo war da die Lebensqualität? Also gar nicht da. Und jetzt heute, ja, das ist so, ich feiere mich jeden Tag für aufzustehen. Ja. Und ja, ich bin auch mega, also die Dankbarkeit, ich schreibe, ich habe wirklich ein Morgenritual, ich gehe jeden Morgen seit 2017 spazieren, 5000 Schritte am Morgen, genieße den Morgen, mache Fotos und wirklich nach Lust und Laune, aber ich sage bei jedem Wetter und viele sagen immer, ja und bei Regen, ja, hallo. Man kann auch bei Regen gehen, es geht nur schlechte Kleidung, den Rest kannst du machen. Das sind Ausreden, ja wirklich die faulen Ausreden. Absolut. Und die Hundebesitzer unter uns, die kennen das ja, du musst raus, egal wie der Hund, wie das Wetter draußen ist. Ne? Du musst raus. Ja. Es gibt doch auch den schönen Satz, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Ne? Das ist so, den ich auch dann immer wieder gerne sage. Ja, weil letztendlich man sich immer wieder oder viele Menschen sich immer wieder Ausreden einfallen lassen, warum sie jetzt gerade, ne, wie Silvia hatte das heute so schön gesagt, mit dieser Aufschieberitis, ne, man schiebt immer und immer und immer und immer wieder, ach, ich fange es morgen an, ich mache es übermorgen und ach, heute passt es nicht so, ach, heute mit der Diät, nee, ich bin ja noch zum Essen eingeladen und am Wochenende auch noch, ach, wir machen es nächste Woche. Und wirklich mal zu sagen, nein, hier und jetzt auch mal diesen Anfang zu finden, das ist auch so schwer für viele, ne? Wirklich mal diesen, wirklich zu starten und dabei zu bleiben. Und ich glaube, da tun sich auch ganz viele schwer, wirklich dabei zu bleiben. Ich weiß jetzt wieder, wie es heißt, Prokrastination. Ja. Oh ja. Stimmt. Ja. Stimmt. Ich vermeide ja diese Fremdwörter, weil Ja, dagegen immer dafür, einfache Sprache zu verwenden. Dagegen hilft www. Was will ich wirklich? Wenn man sich darüber klar ist, dann braucht man das nicht mehr. Ich habe auch gestern so einen Post gemacht, Scannertum hat sich dann erledigt, wenn es läuft. Ich habe dich so gefeiert für diesen Post, weil ich dachte, das ist ja auch der größte Quatsch des Jahrhunderts für die nächste Ausrede, warum es nicht klappen kann. Aber das Kind hat einen Namen gekriegt. Ja. Ich komme nicht voran, weil ich bin Scanner. Ja, ich bin auch faul. Also, genial. Ich fand es so schön, dass Christoph auch nochmal sagt, oder Conny, du hast das ja auch aufgegriffen mit diesen Puzzleteilen. Ich muss doch nicht die nächsten 10.000 Schritte kennen. Ich finde auch diese Frage, fand ich schon im Bewerbungsprozess immer blöd. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Keine Ahnung. Ich bin da, wo ich jetzt Lust drauf habe. Auch mal. Ja, und vielleicht hat Christoph in 5 Jahren auch mehr Lust auf Radfahren. Weiß man noch nicht. Aber dieses, macht es mich jetzt glücklich? Ja, mehr davon. Oder nicht, na denn, was muss anders werden, damit du wieder Ja sagen kannst? Also am Ende ist das... Ja, und also, ich darf sagen, ich habe extrem viele Gewohnheiten geändert. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und momentan bin ich, es reizt mich auch. Wir haben ein Leben, das ist ein Spielplatz. Und ich sage immer, heute... Ja, vorher habe ich immer warm geduscht, heute dusche ich kalt. Und letzte Woche war ich wirklich an einem Kraftort und ja, ich war in den See gehüpft. Also der war 14 Grad kalt und ja, einfach mal tun. Ich sage immer, Mut, tun, Bewegung.
dann kommt das Wachstum auch automatisch. Wow, klasse. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir konnten heute wieder ganz, ganz viel Mehrwert weitergeben an unsere Teilnehmer, an unsere Zuschauer und auch mal so Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Das ist ja auch nochmal sehr, sehr wertvoll. Und die Essenz von diesem, von heute und von diesem ganzen Live Summit war: Gehe deinen eigenen Weg, folge deinem Herzen und hör auf zu schauen, was andere machen. Mhm. Und in diesem Sinne möchte ich mich bedanken an euch, liebe Experten, die heute da waren. Herzlichen Dank. Und an die Teilnehmer, die jetzt heute live dabei sind und die das auch im Replay schauen, wünsche ich einfach ganz, ganz viel Erfolg und nehmt einfach, ich möchte nochmal diesen Satz mitnehmen, nehmt eure innere Stimme wahr und folgt dieser inneren Stimme. Ja. In diesem Sinne, danke, dass ihr da wart. Ciao. Danke. Ciao. Vielen herzlichen Dank. Danke.